In Neuengamme und in den dazugehörigen Außenlagern sind über 100.000 Menschen inhaftiert gewesen, von denen über 55.000 ums Leben gekommen sind. Die ersten Häftlinge sind hier 1938 aus Sachsenhausen hergebracht worden. Das sind 100 Häftlinge, deutsche Häftlinge gewesen, die dann hier anfangen mussten, das Lager aufzubauen. Dann sind immer mehr Transporte eingetroffen und das ist zu einem Zeitpunkt gewesen, wo man eigentlich alle Konzentrationslager in Deutschland ausgebaut hat. Also 1938, als eben die ersten Häftlinge hierher gekommen sind, gab es hier eine alte Ziegelei und da sind die Häftlinge untergebracht gewesen. Also es gab kein Lager in dem eigentlichen Sinne. Das haben die Häftlinge hier erst ab 1940 aufbauen müssen. Also das Prinzip des Lagers, was hier verfolgt worden ist, ist das Prinzip der Vernichtung durch Arbeit. Also ein sogenanntes Arbeitslager, aber man muss eben immer ganz klar darauf hinweisen, dass das hier auch Mord gewesen ist. Das ganze System war ja eben darauf angelegt, nach zumindest ab Mitte 42 Arbeitskraft auszunutzen, so weit wie irgend möglich für die Rüstungsindustrie. Und wir kennen eben auch Fälle, wo Häftlinge gerade aus der ehemaligen Sowjetunion dann nach Kriegsende in ihre Heimat zurückgekehrt sind und dann vor Gericht gestellt worden sind, weil sie eben hier für die deutschen Waffen produziert haben. Es hat hier auch ein sehr, sehr großes Risiko der Sabotage natürlich gegeben. Also weniger Sabotageversuche von Häftlingen, weil auf Sabotage eben ganz klar die Todesstrafe stand, die Häftlinge dafür dann auf dem Appellplatz am Galgen hingerichtet worden sind. Zwei Belgier hatten einige Öltrommeln gewendet, sodass das Öl ausgelaufen war. Aber sie konnten ja herausfinden, wer das gewesen war, und wir wurden auf den Appellplatz versammelt und sollten der Erhängung der beiden Belgier beiwohnen. Sie hingen dort mehrere Tage zur Abschreckung und Warnung. Beck hat mich gesehen von ungefähr 1000 Meter, er hat immer gehinkt. Aber er hatte mich immer gesehen von 1000 Meter. Ich wusste, das ist der Speck, er kommt zu mir. Und das war immer so. Hinkend, hinkend, lachend, lachend, ist er gekommen, hat er mich geschlagen, lachend. Ja? Einmal oben, einmal unten, ja? Genauso wie meine Hände gingen, schlug er oben, machte ich so, dann schlug er unten. Fußtritte und so weiter. Es wurde ein Bock, Priegelbock, in den Waschraum gebracht und dort kamen zwei SS-Leute, die wurden angebunden an den Bock und die haben mich geschlagen. Zählen, ich konnte bis 15 zählen, dann der Kopf ist ganz verwirrt und ich konnte nicht mehr zählen, wie viel ich bekommen habe, weiß ich nicht. Wir haben ja damals Zebras dazu gedacht, also Insassen, KZ-Insassen, die hier die Gräben sauber gehalten haben. Und bei der Gelegenheit haben wir hier, wo es ist 50 Meter weiter, da hat dann ein Kapo mal einen Häftling mit der Platzschaufel totgeschlagen. Und da sind wir dann zu der SS hingerast, zu der Bewachung hingerast. Und da war ich auch so und so und hat gesagt, ja, wir sollen nur aufpassen, dass die nicht weglaufen, wenn die sich nicht vertragen. Da können wir nichts zu machen. Und dann haben die auf die Schiebkarre geladen und dann sind die damit abgefahren.
Wir haben hier in der Endzeit ungefähr 13.000 Häftlinge gehabt, was eine wahnsinnige Überfüllung bedeutet. Also das heißt, die Baracken sind mit bis zu 600 Menschen belegt gewesen und dementsprechend schlecht müssen die Lebensbedingungen gewesen sein. Das Ende von Neuengamme ist ein ganz besonderes, weil das Konzentrationslager nicht wie so viele andere befreit worden ist. Und man hat dann eben ja, alle Spuren eigentlich hier verwischen wollen, hat einen Großteil der Häftlinge auf sogenannte Todesmärsche geschickt, Richtung Bergen-Belsen und Sandbostel. Und hat, ich glaube, ungefähr 9000 Häftlinge auf 3 Schiffe in der Lübecker Bucht gebracht. Und diese Schiffe sind dann am 3. Mai von britischen Bombern angegriffen worden. Über 7000 kamen mit den Bewachungsmannschaften in den untergehenden Schiffen um. Ein SS-Kommando erschoss noch vor Eintreffen der Alliierten 240 Häftlinge, die sich an Land gerettet hatten. In die 60er Jahre hat man auch in dem Ort Neuengamme geleugnet, dass es hier ein Konzentrationslager gegeben hat.